Bergi, bester Mann, abonnieren. Gefällt mir, kommentieren. Ihr habt gehört, King Bergi auf jeden Fall unterstützen. Mir egal, was du denkst, wer ich bin, denn für mich. Für mich bin ich King. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin gerade hier, Kirchhoffdinger Landstraße 51. Heute wird Köfter probiert. Ich merke das hier in Hofding. Wird das einfach viel Spaß. Senin için ölmez miydim ya? Dünyayı ters etmez miydim ya? Aramam, aramam, aramam. So Leute, ich bin jetzt gerade mit zwei Herren hier, einmal Abdul und einmal dein Bruder, kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin der Ergin. Ich will wissen, wie seid ihr auf den Kopf gekommen, diesen Laden hier zu übernehmen? Und zwar ist Nuri, der alte Besitzer von hier, ein sehr guter Familienfreund. Und da er aufgrund seines Alters nicht mal mitmachen konnte, hat er gesagt, Jungs, kommt mal her, ich bringe euch das alles bei, wie er das gemacht hat und wie er seine Zulagen vorbereitet hat. Demnach haben wir mit Anstrengung alles lernen müssen und nachdem wir das gelernt haben und er gemerkt hat, okay, wir haben das mindestens so gut drauf wie wir, wie ich, hat er gesagt, ja, okay, jetzt seid ihr soweit und seitdem sind wir auch hier vor Ort. Wie lange hast du gebraucht, das zu lernen? Das waren mindestens 3-4 Monate, um alles gründlich, aber sehr intensiv zu lernen. Und dann standen wir auch morgens von 9 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr bis nachts um 12 Uhr. Ich kannte das sehr gut, weil Nuri derjenige war, dem wir das Fleisch zugeliefert haben, weil mein Vater Fleischer ist. Er hat sich das ganze Fleisch von uns geholt und allein weil er das gemacht hat und ich jedes Mal eine Kostprobe mitnehmen durfte, wenn ich hier geliefert habe, dachte ich mir, okay, der macht's gut, ich muss das mindestens so gut machen und so hat es alles angefangen. Was kannst du mir empfehlen zu essen? Das, was ich dir empfehlen kann, ist auf jeden Fall Köfte. Das ist unsere Spezialität hier. Das ist das, was am meisten verkauft wird und wo die Kunden auch am meisten Bock drauf haben. Hoi, die große Krabbe, was kann ich für Sie tun? Gib mir einfach nur einen Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eider. Apropos Kunden, kommen aus Hofding viele oder außerhalb? Es gibt sehr viele, die auch außerhalb kommen. Ich hatte Kunden hier sitzen, die kamen aus dem Nord. Ich hatte Kunden hier sitzen, die kamen aus Hamburg, NRW. Dann sag mal, was du drauf hast, Bruder. Ja, natürlich. Und, ich bin gespannt. Wenn unsere Köfte vorbereitet werden, kommt noch unser Brot dazu. Das Brot wird jeden Tag frisch geliefert und die Köfte Zutaten auch. Okay. So, jetzt sind unsere Köfte erstmal vorbereitet. Unser Brot kommen wir vom Orient Backhaus, die auch sehr lange uns schon begleiten. Zuvor haben wir das selbst gemacht, aber wo wir das gesehen haben, dass sie denselben Geschmack an Brot treffen, seitdem arbeiten wir mit ihnen. Jetzt sind unsere Köfte soweit fertig. Wie viel bestellt ihr? Wir bestellen täglich 300, 400 Brote mindestens, dann kommt noch Lavaschbrot dazu, das dann auch wiederum um den 300 innen. Das ist schon knusprig, da kommt ein bisschen Butter drauf. Jetzt kommt die Vorbereitung. Was darfst du dich drauf sein? Bei mir machst du mir einmal Krautsalat. Willst du an Soßen etwas haben? Dann nur Tzatziki. Nur Tzatziki. Auf beiden Seiten oder auf nur eine Seite? Beide. Beide Seiten. Auch. Kraut sagst du, ja? Krautsalat. Außerdem? Und Petersilien. Petersilien auch. Ich pack da nicht allzu viel Salat drauf, damit du deine Köfte daraus schmeckst, weil sonst schmeckst du nur Salat nicht. Okay. Dann Tomaten. Tomaten. Da kommen jetzt noch unsere Köfte hinzu. Oder was willst du zum Trinken haben? Eimer. Okay. Also,
ich sehe jetzt gerade hier Brotqualität, wie du gesagt hast, ist gut. Ich bin gespannt, wie das hier schmeckt. Ob der Bäcker richtig gut drauf hat, ne? Alter, ist mir leid. Fleisch hier, sehr gut. Man merkt sofort den Geschmack, dass der Besitzer schon was drauf hat und das schon lange macht. Schaut euch genau den Fleisch richtig an, ja. Das muss man schon sagen. Wir kommen jetzt mal zum Schluss für das Urteil. Das Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Brot, tipptopp, war sehr weich. So mag ich das am besten. Fleisch hat mir sehr gut geschmeckt. Salat, sehr gut geschmeckt, sprich, dass es ganz, ganz frisch Geschmack gewesen ist. Preismäßig haben wir 7,50 €. Finde ich okay, ist jetzt nicht so teuer, sag ich ehrlich. Aber wenn man so oft kommt, dann muss man schon zweimal überlegen. Kommt vorbei und würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch in meine Kommentare schreibt. Tschüss. Nächstes Mal.